Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute ein weiteres Messer vorstellen. Diesmal von Real Steel und zwar in der Black and White Variante. Das Solis Light. Wie ihr sehen könnt, schwarz-weiß, so ein bisschen Stormtrooper Design. Wie ihr sehen könnt, mag ich diese Art von Messer. Ich habe jetzt hier zum Beispiel von The James Brand das Elko Black and White oder das Böker Plus Cataclyst in der Limited Edition von Messer World. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Aber ich habe es schon mal in einem vorigen Video vorgestellt. Den Link packe ich euch einfach mal hier oben rein. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auch ein wirklich schönes Messer. Leider aber nicht 42 Akkuform. Wie ihr sehen könnt, schöner Flipper. Dennoch passend zur Serie Black and White, ideal für mich. Ja. Ich kann euch nochmal schnell das Elkos vorstellen. Wie gesagt, The James Brand, Elko. Wirklich schnuckliges Messer. Wir haben jetzt hier eine Gesamtlänge von 10,8 cm. Gewicht waren das, glaube ich, 25 Gramm oder so. Die Klinge hat gerade mal eine Länge von 4,2 cm. Dicke, glaube ich, 2 mm war das damals. Ich habe es für ein Apfel und ein Ei bekommen. Über Instagram hat jemand ein Messer verkauft. Da habe ich einfach zugeschlagen. Ich wollte dieses Messer schon immer mal haben. Preislich, ja, wie das so ist bei Messern. Der eine oder andere gibt es dafür aus. Der andere halt eher nicht. Preislich war das jetzt vom Hersteller aus, ich glaube, bei 60 Euro oder 69 Euro. Das Elko gibt es noch in verschiedensten Varianten. Also vom Design her bleibt so, aber wir haben jetzt zum Beispiel Carmo-Griffschalen, ich glaube Messing, Titan. Hier ist alles dabei von dem Hersteller. Wirklich schnuckliges, kleines Messer. Passt überall rein, also passt wirklich überall rein. Und G10-Griffschalen. Also das ist halt wirklich eher Lieberei, als das Messer vielleicht irgendein sinnvollen Einsatz haben könnte. Aber egal, so ist das im EDC-Bereich. Ja, lieber haben als brauchen. Naja, ihr versteht, was ich meine. Auch ein sehr schönes Messer für mich persönlich. Aber wie, je nachdem, wie gesagt, meine Favoriten Black and White vom Design her finde ich wirklich sehr ansprechend. Und auch ich als Star Wars-Fan mag das einfach. Stormtrooper. Kommen wir jetzt einfach zum Real Steel Solis. In der Light-Variante. Design Black and White. Sieht man ja. Wir haben jetzt hier ein wunderschönes 42A-konformes Taschenmesser. Das natürlich mit diesem riesigen Nagelhau sich nur mit zwei Händen öffnen lässt. Ich habe es probiert, auch mit einer Hand. Keine Chance. Slipjoint-Verschluss, das heißt, wie beim klassischen Victorinox, rastet nicht ein, also sitzt nicht fest, rastet natürlich ein. Und demnach auch 42A-Konform, alleine auch wegen der Klingenlänge von 6,7 cm. Klingenstärke haben wir 2,1 mm. Gewicht für das gute Stück waren ungefähr 50 Gramm. G10-Griffschalen, richtig schön. Und wir haben natürlich hier noch einen Deep Carry Clip, also das Messer verschwindet komplett in der Hosentasche. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Lanyard hier hinten an den Clip dran gemacht, ist übrigens eine richtig gute Möglichkeit, weil ich immer wirklich verzweifle an diesen kleinen Fangriemösen. Das ist einfach für Paracord, da brechen mir teilweise die Finger, also wirklich, das fusselt sich so durch und ich das geschafft habe, ist eine Stunde vergangen, dann noch einen Knoten reinmachen, dann habe ich vielleicht noch die Perle vergessen hier, den Bead, und dann muss ich jetzt alles von vorne machen, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also mache ich das fertig komplett, einen Diamantknoten, und haue ich das einfach hier in den Clip ran. Perfekt. Und wenn ich mal wechseln will, kann ich den dann für ein paar Sekunden einfach abziehen und mir eine neue Perle ran machen. Ja, wunderschönes Messer. Klingform, haben jetzt eine Sheepfoot-Klinge, sieht man glaube ich. Richtig schön. D2-Stahl. Ein richtig schönes Messer. Habe ich bei dem
Also ich habe es mir nicht gekauft. Also doch, eigentlich habe ich es mir gekauft, aber es war bei der Mystery Box vom Messermax dabei. War wirklich ein Highlight für mich. Und kannte ich vorher nicht das Messer. Habe ich jetzt seit, ich glaube, einem Monat in Benutzung. Immer mal wieder. Hat sich bewährt. Richtig schönes Messer. Ja, was sagt ihr zu diesem Modell? Steht ihr auf sowas? Oder sagt ihr, Farbe ist mir völlig scheißegal? Hauptsache ein neues Messer muss rein. Ja. Jetzt lasst mir gerne einen Daumen, Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Video.